Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Viele sind ja verwundert jetzt im Moment. Ja, wieso gehen die Kurse runter? Die Berichtssaison ist da, ist doch alles gut und schön und die Zinsen sollen bald runtergehen. Und Sie haben ja auch die Rallye nach oben ja auch wieder aufgehört. Und warum sinken denn die Kurse? Abonnenten dieses Kanals wissen warum, denn Sie haben mein Video Anfang April angesehen. Wenn Sie nicht Abonnent sind, also gleich den Abo-Button klicken. Wir wollen heute nämlich gucken, wie sieht es denn aus? Die Berichte sind jetzt in den Kursen mit drin und jetzt wollen wir wissen, sind Aktien teurer geworden oder sind sie billiger geworden? Und warum verläuft denn der Markt gerade so, wie er ist? Warum war der April so überraschend schlecht, wo der April doch normalerweise der beste Monat im Jahr ist, mit Dezember. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns da erstmal an, wie ist denn der April verlaufen? Die Märkte zumindest regional aufgeteilt, dann sehen wir, dass das Stoxx Global 1800 mit den 1800 größten Aktiengesellschaften weltweit 1,34% verloren ist. Das ist allerdings für uns Euro-Anleger, bitte aufpassen. Stoxx America 1,34% runter, Stoxx Asia minus 1,74% und Europa minus 0,39%. Also Europa hat sich hier noch am besten geschlagen. Und warum, erfahren Sie auch gleich, wenn wir uns die Fundamentaldaten ansehen. Aber sagen wir mal, das ist schon überraschend für viele, die sich nicht auskennen, ist es überraschend, denn der April gehört zu den besten Monaten des Jahres. Warum? Das erste Quartal ist rum, die Berichtssaison fängt an und viele Vermögensverwalter, institutionelle Anleger legen neues Geld an in die Aktien, die natürlich gute Berichte gegeben haben, und die Aktiengesellschaften selber, die Gewinne haben, kaufen ihre Aktien zurück. Das treibt im April normalerweise die Kurse nach oben, aber nicht dieses Jahr. Wir haben einen relativ schlechten April, also ist jetzt nicht viel passiert. Wir hatten ja seit Halloween relativ gute Kursentwicklungen nach oben. Also insofern ist es einfach so eine Korrektur, kann man so sehen, mit 1% Minus. Das ist ja eine normale Tagesschwankung am Aktienmarkt. Aber für den April ist es für viele überraschend. Für uns ist es nicht überraschend, denn die, die den Kanal verfolgen, Börse Saisonal, wissen, dass im US-Wahljahr der April oft sehr schlecht ist. Wenn Sie das nicht wissen, ich verlinke Ihnen hier das Video Saisonalität im April, dann können Sie sich hier informieren, denn wir wollen jetzt mal weitergehen und gucken, wie sind die Fundamentaldaten. Schauen wir zunächst mal weltweit, dann haben wir hier einen risikofreien Zins von 3,56%. Das sind globale weltweit Anleihen. Dann haben wir eine Inflation weltweit von 3,5%. Das ist nicht ganz korrekt. Hier wird sehr nach USA geguckt, weil hier die Inflationsrate einfach, sage ich mal, federführend ist mit der Notenbankpolitik der Fed. Wir haben natürlich Länder jetzt wie Argentinien mit 288. Ja, also da geht es gerade voll ab, Hyperinflation. Und wir haben jetzt China, was wir uns auch gleich angucken, mit 0,1% Inflation. Also da geht gerade gar nichts, also keine Teuerungsrate, was auch wieder nicht gesund ist. Dann haben wir Unternehmensanleihen. Das heißt, wenn jemand ein bisschen mehr Zinsen haben möchte, aber auch mehr Risiko eingehen muss, also in Unternehmensanleihen, die eventuell auch ausfallen können, 5,75%. Dann haben wir die Aktienrendite von 5,25%. Das heißt, der globale Aktienmarkt, der aber sehr USA-lastig ist, sehr USA-dominiert ist, hat im Moment eine Gewinnrendite von 5,25%. Die kann man immer ganz gut vergleichen. Und Return, ROE heißt Return on Equity, also die Eigenkapitalrendite in den Unternehmen, liegt bei 15,6%. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt mal ganz grob ein Weltpicture vom Kapitalmarkt mache, dann sehe ich, dass ich mit Anleihen so gerade die Inflation ausgleichen kann, wenn ich keine Steuern zahlen muss und keine Gebühren und so weiter abziehen muss. Das heißt, nach Kosten und nach Steuer kann ich mit einem risikofreien Zins, also mit einer Staatsanleihe, mit einer gut gerateten Anleihe, die Inflation nicht schlagen. Das ist nichts Neues, das geht fast nie.
schon gar nicht auf der längeren Bank. Also für längere Anlagehorizonte, 5 bis 10 Jahre. Das geht nicht. Aber gehe ich ein bisschen Risiko ein, dann kann ich Unternehmensanleihen kaufen, die ein gewisses Ausfallrisiko haben, 1-2%, dann bekomme ich 5,75%. Das heißt, hier, selbst nach Kosten und Steuer, kann ich hier die Inflation schlagen. Das heißt, ich habe eine tatsächliche Vermehrung des Geldes, also der Wert nimmt zu und ich kann dann auch später mehr kaufen für das Geld, das ich angelegt habe. Also das ist so das weltweite Picture. Was allerdings relativ schlecht ist, ist die Aktienrendite. Die Aktienrendite ist, wenn ich die Gewinne ins Verhältnis zum Kurs nehme, also sehe, wenn ich heute investiere, bekomme ich die und die Gewinne, denn davon gehe ich ja aus, die Gewinne erhöhen die Vermögenswerte in den Aktiengesellschaften, dann gehe ich auch davon aus, dass der Kurs irgendwann in diese Richtung über die Jahre sich auch verhält. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich eine Unternehmensanleihe habe auf 10 Jahre und kriege 5,75%, bei Aktien erwarte ich aber nur 5% Wertsteigerung, dann nehme ich dann lieber die Unternehmensanleihe, weil da habe ich auch noch weniger Risiko, weniger Schwankungen. Insofern sind im Moment weltweit gesehen die Unternehmensanleihen das Interessanteste. Allerdings muss man sagen, Eigenkapitalrendite von 5,6 sagt aus, dass selbst bei hohen Zinsen die Unternehmen extrem rentabel sind. Das spricht wieder für Aktien. Aber sag ich mal, wenn ich mir das so anschaue, wenn man weltweit guckt, würde man die Aktienquote etwas eher verringern, kleiner halten, vielleicht bei 40%, also unter 50%, und die Unternehmensanleihen aufstocken. So sieht es im Moment aus. Weltweit gehen wir jetzt in die Märkte rein und schauen uns das an mit USA. Wo steht USA? 4,62% Zinsen, die sind zum letzten Monat wieder nach oben gegangen. Deswegen hat sich im April auch der Aktienmarkt recht schwer getan, nach oben zu gehen, obwohl die Berichtssaison ganz gut war. Dann haben wir 3,5% Inflation. Das ist so der Haken im Moment in den USA und wo die Fed auch etwas in der Bredouille ist. Die Fed hat ja angekündigt, dass sie im Juni die ersten Zinssenkungen vornehmen wird. Mit der Inflationsrate wird es wahrscheinlich nach hinten verschoben werden, denn auch die USA hat das Inflationsziel von 2%. Irgendjemand hat es definiert, dass 2% optimal ist, weil kaum zu spüren und aber trotzdem dann noch so spürbar, dass Investitionen und Käufe nicht in die Zukunft geschoben werden. Das ist ja so die Angst einer Rezession, dass die Leute nicht mehr konsumieren und nichts mehr investieren, weil sie erwarten, dass es später noch günstiger sein wird oder weil kein Geld da ist. Dann haben wir auch hier 5,75% für die Unternehmensanleihen. Also in den USA ist tatsächlich so, ich kann mit einer 10-Jahres-Staatsanleihe, die ja schon sehr sicher ist, die Inflation auch nach Kosten und Steuer bewältigen. Für uns Europäer spielt es keine Rolle, weil wir den US-Dollar absichern müssten. Dann sind die Kosten dann doch wieder so hoch, dass ich nicht wirklich über die Inflationsrate komme. Und ich habe natürlich hohe Risiken zu tragen, nämlich Währungsschwankungsrisiken. Dann haben wir auch hier 5,75% für die Unternehmensanleihen. Das heißt, mit denen kann ich dann tatsächlich doch deutlich die Inflation schlagen, aber auch die Aktienrendite. Amerikanische Aktien sind teurer geworden, obwohl die Berichtssaison gut ist, obwohl die Kurse ein bisschen nachgegeben haben. Eigentlich hätten die Kurse deutlicher nachgeben müssen. Hier haben wir eine Aktienrendite von 4,6%. Vor einem Monat war die noch über 5%. Das heißt, hier ist noch viel stärker, dass die Unternehmensanleihen deutlich interessanter sind als die Aktien, als die amerikanischen Aktien. Allerdings auch hier die Rentabilität, also die Eigenkapitalrendite, extrem hoch, 18,9%. Also sie sind hochrentabel und können auch die Zinsänderungen, die Zinshöhe gut verkraften die amerikanischen Unternehmen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, das ist auch beim weltweiten Betrachten des Aktienmarktes. Hier sind die Indizes als Analyse-Tool, sage ich mal, herangezogen worden und die sind natürlich stark dominiert durch die großen Aktiengesellschaften, weil die Indizes ja nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Das heißt, die großen Unternehmen haben viel mehr Gewicht auf Rendite, allerdings auch aufs KGV, aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auf die Aktienrendite als die kleinen Unternehmen. Da schauen wir uns aber auch noch gleich an, wie die kleinen Unternehmen dastehen, zumindest in Deutschland.
Hüpfen wir nach Europa, dann sehen wir schon, da sieht es anders aus. Wir haben viel weniger risikofreien Zins, also Europa-Staatsanleihen liegen bei 2,93%, also deutlich unter dem Zins in USA. Und auch unsere Inflationsrate in Europa ist deutlich niedriger bei 2,4%, also fast auf der Zielgeraden. Das bedeutet, dass die Fed, die ja angekündigt hat, im Juni die Zinsen zu senken, tatsächlich auch schon das tun kann und wahrscheinlich auch tun wird. Und das wird natürlich den Aktienmarkt beflügeln, besonders die kleinen Aktiengesellschaften, die bisher gelitten haben. Aber hier sind wir ja im Stoxx Europe 600, da reden wir dann eher von den größeren und mittelgroßen Aktiengesellschaften in Europa. Also hier kann ich mit dem risikofreien Zins mit einer Europa-Anleihe 2,9%, kann ich so knapp die Inflation ausgleichen, wenn ich 10 Jahre anlege. Interessanter sind hier schon die Unternehmensanleihen mit 4,12%. Hier kann ich dann deutlich die Inflation schlagen. Das heißt, in Europa ist einfach nach wie vor so, lege ich mein Geld sicher an bei der Bank oder beim Staat, selbst langfristig, dann kann ich höchstens die Inflation gerade so ausgleichen, aber nicht schlagen. Ich habe keinen wirklichen Wertzuwachs. Während mit einer Unternehmensanleihe, also ein bisschen mehr Risiko eingehen, dann kann ich deutlich schlagen, komme weiter. Und noch besser sieht es in Europa mit den Aktien aus. Hier haben wir eine Aktienrendite von 7,32%. Also das ist deutlich mehr als in Amerika oder weltweit. Das heißt, die europäischen Aktien sind günstiger bewertet, viel billiger und sind ein bisschen teurer geworden, wie auch USA deutlich teurer geworden ist. Aber hier ist das Verhältnis, sage ich mal, zum sicheren Zins, Aktienrendite, Risiko, einfach in einem sehr gesunden Bereich. Das heißt, wir Europäer, wenn wir europäische Aktien kaufen, können hier das Gewicht lassen. Wir müssen hier nicht umschichten oder anpassen. Auch die Rentabilität, also Return on Equity, die Eigenkapitalrendite bei 13,7 ist noch äußerst gesund, also ein Vielfaches über dem Zins. Das heißt, wenn die Zinsen steigen sollten, bringt das jetzt unsere Unternehmen nicht um, zumindest die meisten nicht und die in den Indizes sind. Gucken wir nach Asien, dann sieht es ein bisschen anders aus. Asien ist natürlich groß, das ist ein ganzer Kontinent und auch sehr inhomogen. Ja, also das haben wir, da haben wir natürlich sehr große Unterschiede. Deswegen ist das hier jetzt hier sehr China-orientiert. Das heißt, da haben wir 2,3% in der Staatsanleihe und 0,1% Inflation. Also Inflation haben die gerade gar nicht, was jetzt auch wieder nicht gesund ist. Also das sind auch keine sonderlich guten Zeichen. Aber sage ich mal, der brave Anleger, der eine Staatsanleihe kauft in China, der kommt dann schon voran im Moment. Aber die Inflationsrate wird da sicher nicht bleiben, das ist auch klar. Unternehmensanleihen mit 4,6%. Die Aktienrendite noch interessanter, 5,37%. Also die sind so zwischen USA und Europa. Das heißt, für die wirklich Asien auch nehmen wollen als Aktienmarkt, finden hier ganz interessante Aktien, sind deutlich über den Zins, deutlich über die Unternehmensanleihe, also interessant. Und die Eigenkapitalrendite liegt auf einem passablen Niveau von 11%. Bei dem Zins auch kein Problem für die Unternehmen. Also sie sind rentabel. Dann interessiert uns natürlich Deutschland. In Deutschland sieht es so aus, die deutsche Staatsanleihe 10 Jahre mit 2,52% liegt etwas über der Inflation, aber nach Steuer und Kosten wird das unter der Inflationsrate sein. Wir sind in Deutschland schon auf der Zielgeraden mit 2,2%, also diese 0,2, das ist das kleine Zünglein auf der Waage, aber hier wird die Fed wahrscheinlich relativ schnell die Zinsen senken können. 4,12% für die Unternehmensanleihen, 7,79% für die Aktienrendite mit deutschen Aktien, hier ist der DAX hinterlegt. Und das ist dann deutlich höher als Europa, deutlich höher als USA, deutlich höher als Asien. Also Deutschland bietet hier sehr, sehr viele interessante Aktien, die wirklich gut bewertet sind und noch günstig sind. Aber auch hier sind die Aktien zum vergangenen Monat teurer geworden, obwohl die Berichtssaison so gut war. Das heißt, es gab doch etliche Berichte, die nicht ganz so gut waren und die Kurse haben das nicht ganz eingepreist. Deswegen sind Aktien teurer geworden. Die Eigenkapitalrendite 12%, vollkommen in Ordnung.
das sieht alles gut aus. Und jetzt schauen wir uns noch die kleinen Aktiengesellschaften in Deutschland an, weil hier sehe ich ganz große Chancen. Ich bin da auch überwiegend mit großen Teilen investiert, weil hier sehe ich einfach tolle Unternehmen, die super günstig sind. Klar, die Staatsanleihen in Deutschland gleich 2,52%, auch die Inflation gleich 2,2% und die Unternehmensanleihen mit 4,12% komplett identisch, aber die Aktienrendite 8,92%. Das ist richtig interessant und auch die Eigenkapitalrendite, wenn auch niedriger mit 9,28%, ist noch doppelt so hoch als der Zins. Das heißt, die kleinen Unternehmen können die Zinsen gut verbacken, selbst wenn die noch ein bisschen hochgehen, macht es den meisten Unternehmen keine Probleme. Und man muss auch sehen, im SDAX finde ich viele Aktiengesellschaften, die haben gar nicht groß Schulden, vielleicht 10-20% vom Eigenkapital. Also da kann man sagen, ja, macht doch nichts aus, wenn der Zins steigt, die haben ja gar keine Schulden. Also 80-70% Eigenkapitalquote ist enorm hoch. Und deswegen, und dann noch mit so einer Aktienrendite, da ist wirklich spannend, die Small Caps in Deutschland. Da gibt es ganz, ganz tolle Weltmarktführer mit tollen Produkten. Und da kann man gut investieren im Moment. So, das heißt, wenn ich mal zusammenfasse, wir haben weltweit einen Zins, der recht hoch ist, also interessant ist auch für Anleger. Eine Inflationsrate, die im Rahmen ist. In den USA steigt die Inflation, die war auch schon bei fast 3%. Das hat auch den Markt etwas irritiert. Amerikanische Aktien extrem teuer mit 4,6 Aktienrendite, ist da nicht so viel Wachstum zu erwarten wie jetzt bei europäischen Aktien, wobei da muss man wirklich Ausrufezeichen außenrum machen, denn gerade die Technologiewerte, die in den Indizes drin sind, die haben natürlich Wachstumspotenzial, weil sich diese Gewinne natürlich auch extrem steigern können, was auch passieren wird, weil die großen Tech-Werte einfach den anderen Unternehmen weltweit doch schon stark überlegen sind, muss man ganz klar sagen. Das heißt, das kann sich schnell wieder ändern. Das haben wir letztes Jahr bei Nvidia gesehen. Ein furchtbar hohes KGV, also eine ganz, ganz niedrige Aktienrendite von unter 1%. Und plötzlich in einem Quartal haben sich Umsätze und Gewinn derart gesteigert, dass es plötzlich in einem ganz akzeptablen Bereich war. Also insofern muss man bei USA, gerade bei den Tech-Werten, aufpassen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir im nächsten halben Jahr wahrscheinlich schon so ein Umswitchen sehen von vielen Anlegern, die dann doch mal die größeren Aktien verkaufen und dann auch in die kleinen reingehen. Wir haben das ansatzweise diesen Monat gesehen und im Dezember. Sonst schwächeln ja die Small Caps und die Mid Caps extrem. Aber ich glaube, dass dieses Jahr hier eine Trendwende geben wird und wir werden wieder normale Verhältnisse bekommen. Das heißt, dass die kleinen Aktiengesellschaften besser performen als die großen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber die Tech-Werte in Amerika, die sorgen auch immer wieder für Überraschungen. Deswegen werden wir mal sehen, wie es verläuft. Was aber auch ganz klar ist, der April, der war ja ganz typisch für einen April im US-Wahlzyklus, also im Wahljahr. Insofern schätze ich auch ein, dass wir einen lauen Mai kriegen. Ich glaube nicht, dass wir hier viel Rallye oder Aufhol kriegen und dass es dann tatsächlich erst, wenn die Notenbanken dann auch noch zusätzlich grünes Licht geben für niedrige Zinsen oder keine Zinserhöhungen mehr, auch das wäre schon ein gutes Signal, dass dann die Aktienmärkte dann wieder Juni, Juli, August Fahrt bekommen. Ja, das ist so meine Einschätzung. Wir wollen jetzt aber noch mal ganz kurz drei Sachen angucken, weil wir das letzte Woche nicht geschafft haben, nämlich den Angst- und Gierfaktor schauen wir uns an. Der hat sich nicht groß verändert. Das heißt, der ist jetzt ein bisschen nach oben wieder gegangen. Der war hier bei Angst letzte Woche oder vorletzte Woche hier. Also ist noch bei Angst. Die Anleger sind vorsichtig. Man sieht hier, das hat einfach viele irritiert, dass hier die Kurse runtergegangen sind, obwohl es eigentlich klar war, dass nach so einem starken Aufwärtstrend in kurzer Zeit, dass dann auch mal wieder ein bisschen die Luft rausgenommen wird. Die Stärke, also wie viele Aktien steigen und wie viel steigen nicht, das hat ein bisschen abgenommen. Also es gibt jetzt doch etliche Aktien, die wieder gefallen sind und auch die Volumen, die gehandelt werden, das hat sich auch hier im April etwas besänftigt.
Das Put-Call-Ratio ist richtig runtergekommen. Das ist mir eigentlich das Wichtige. Das ist so der Indikator, was machen die Akteure? Sichern sie sich gegen fallende Kurse ab? Das war jetzt letzte Woche der Fall. Es ging extrem nach oben. Viele hatten Angst, dass die Aktienmärkte fallen und haben Put-Optionen gekauft. Diese Angst ist jetzt wieder vom Markt. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Das ist jetzt wieder hier im normalen Bereich bei 0,8. Dann die Volatilität ist kurz nach oben geschnellt. Auch das hat sich wieder beruhigt. Und hier nach wie vor eine große Gier bei den Junkbonds, also bei den Unternehmensanleihen mit höheren Zinsen und auch mit Ausfallrisiko. Aber jetzt ist Ihnen klar, warum. Die Fundamentaldaten sagen ganz klar, im Moment bei vielen Unternehmen, nicht bei allen, aber bei vielen ist die Unternehmensanleihe spannender, weil sie mir höhere Zinsen bringt, als ich jetzt bei der Aktie auf 10 Jahre sehe mit diesen Gewinnen. Dann die Umfrage in den USA ist auch immer spannend. Letzte Woche 32% Optimisten, 33,9% neutral. Das hat sich stark vergrößert und die Pessimisten sind nahezu gleich geblieben bei 33,9% zu 34%. Also die Pessimisten sind jetzt auf so einem durchschnittlichen Niveau, das ist okay. Und auch die Optimisten sind eher auf dem durchschnittlichen Niveau. Na, das ist bei 37, da kann noch ein bisschen was passieren. Also das ist eigentlich ein guter Markt. Bei dieser Umfrage erwarte ich jetzt weder große Kurskorrekturen, ich erwarte aber auch keine großen Kurssprünge. Vielleicht kriegen wir im Mai eine Seitwärtsbewegung, vielleicht nochmal leicht fallende Kurse wie im April, bevor dann der Markt dann wieder durchatmen kann. Auch hier die Aktienquote der großen Investoren in den USA, die ist auch nochmal ein klein bisschen runter, die ist unter 60% mit 59,48, also noch ein bisschen abgenommen. Auch hier sehe ich, es ist jetzt genug Cash, weil der Rest ist ja Cash und wartet auf eine günstige Gelegenheit. Da werden die Notenbanken diesmal das Zünglein an der Waage sein, die Anleger wieder reinlocken. Denn wenn die Notenbanken jetzt das nicht machen, was sie versprochen haben, also die Zinsen senken, dann werden die Anleger hier entweder in der Mitte bleiben, auf der Seitwärtsbewegung oder vielleicht sogar die Aktienquote noch ein bisschen reduzieren. Wenn die Notenbanken das machen, was sie angekündigt haben, dann wird auch der Aktienmarkt, die Aktienquote wieder hochgehen und die Aktienkurse damit steigen. Ja, so sieht der Markt aus. Also fundamental haben wir, die Aktien sind ein bisschen teurer geworden als im letzten Monat, ganz klar. Das Umfeld, gerade das Zinsumfeld und die Unternehmensanleihen, macht Aktien eher ein bisschen schwerer. Allerdings nicht alle Aktien, nicht alle Märkte. Wir haben in Europa, Deutschland, besonders bei den Small Caps, sehr, sehr gute Chancen. Da könnte man jetzt mit gutem Gewissen einsteigen. Aber bitte den Disclaimer beachten. Das müssen Sie dann schon auf eigene Kappe nehmen. Ja, also ich sehe den Aktienmarkt nach wie vor spannend. Es gibt viele spannende Unternehmen. Ich bin schon gespannt. Im Mai erwarte ich jetzt nicht so viel. Ich habe zwei Strategien, die machen Sell in May. Ganz klassisch, das heißt Mitte Mai werden da die Aktien verkauft. Dann die anderen Zertifikate, die ich habe, die verkaufen dann im Juli. Und dann habe ich noch welche, da kann ich es noch ein bisschen mehr rausziehen. Den Zeitpunkt des Aktienverkaufs für die Saisonalität, das würde ich dann eher Ende Juli, so vielleicht sogar Anfang August machen, weil ich glaube, wir werden einen US-Zyklus kriegen, wie es normal ist. Und da ziehen die Märkte eigentlich erst im Juni, Juli richtig nochmal an. Und dann vor der Wahl gehen sie dann runter, wie oft im Herbst. Wir werden darauf warten. Jetzt haben wir ja morgen den 1. Mai und dann schauen wir uns mal an, nächste Woche oder am Freitag, wie die Saisonalität im Mai ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp.